In diesem Film zeige ich dir, wie du eine Datei in Google Docs für andere Benutzer freigeben kannst. Du siehst, ich bin hier angemeldet bei Google und über dieses Menü Mehr komme ich direkt auf Google Docs. Allenfalls musst du dich dort erneut anmelden, aber das ist ja dann keine Sache, wenn du schon einen Google-Account hast. Die Adresse kannst du selbstverständlich auch manuell eingeben, docs.google.com. So kommt man auf diese Office-Umgebung von Google. Ich erstelle eine neue Datei, und zwar eine Präsentation. Die ist im Moment unbemannt. Ich nenne sie Sehenswürdigkeiten Paris. Okay, bereite sie so vor, dass sie für unsere Gruppe dient. Zum Beispiel, indem ich das Motiv ändere oder den Hintergrund. Hier hast du schon Voreinstellungen. Weiß ist vielleicht gar nicht schlecht. Schwarz finde ich gerade so gut. Naja, nehmen wir mal das. Und hier kann ich den Titel schon eingeben. So. Nun ist sie im Grunde genommen soweit. Die Titelseite ist bereit. Und jetzt kann ich andere Personen einladen, mit freigeben. Kann ich Leute per Mail dazu einladen. Zum Beispiel mich selber unter einer anderen E-Mail-Adresse. Hier kann ich sagen, was diese Benutzer dürfen. Sie dürfen das selbstverständlich bearbeiten. Sie werden per Mail benachrichtigt. Und ja, wenn du nicht ganz sicher bist, ob all diese Leute einen Google-Account haben, so empfehle ich dir, hier auf Ändern zu klicken und diese Option zu wählen. So haben alle, die eben diesen Link zu dieser Präsentation bekommen, die Möglichkeit, daran mitzuarbeiten. Zusätzlich brauchst du hier einen Haken, damit eben alle bearbeiten dürfen. Es ist ein bisschen weniger sicher als diese vertrauliche Version, wo eben nur die eingeladenen Personen mit einem entsprechenden Google-Account Zugriff haben. Aber das ist so die sichere Variante, wenn vielleicht gewisse Leute sich sträuben, einen zusätzlichen Google-Account anzulegen. Jetzt klicke ich auf Speichern und wähle hier Freigeben und Speichern. Bevor ich das mache, hier noch kurz ein Hinweis. Hier siehst du diesen Link. Du kannst diesen Link dann auch andere weitergeben, eben indem du ihn per Mail verschickst. Dieser Thomas Staub sollte mittlerweile eingeladen worden sein. Du siehst, hier habe ich ein Mail bekommen in meinem Mailprogramm, aber natürlich geht das auch bei einem webbasierten Maildienst. Ich kopiere diese Adresse und öffne sie in einem weiteren Browser. Und du siehst, ich habe jetzt die Möglichkeit daran mitzuarbeiten.